Willkommen zurück bei Fire Emblem Sacred Stones, Leute. Oh Gott, ey. Unglaublich, wie viele Verstärkungstruppen nachrücken. Was ist denn das? Wer hat denn das eingefädelt? Das ist unglaublich. Es staut sich schon hier. Es ist der absolute Hammer, aber mit ein bisschen schwächeren Waffen und so können wir natürlich uns auch schützen. Das habe ich jetzt ein bisschen anders geregelt wie das letzte Mal und das läuft doch etwas besser. Ich meine, wir kommen gegen die Gegnermassen insofern wahrscheinlich sowieso nicht an. Deswegen lassen wir es einfach mal so und schauen, dass wir defensiv bleiben mit leichteren Waffen, die ja nicht so krass reinhauen und immer wieder Platz schaffen. Geht das dann auch ganz gut? Das beschäftigt die Gegner besser und wir sollten ganz gut die Runden überstehen können. So, und als allererstes haben wir hier drüben natürlich die Generäle. Die sind jetzt wieder gespawnt, macht aber nichts, denn ich habe ja glücklicherweise einen Lanzenmeister dabei und das bedeutet, die haben eine unfassbar niedrige Trefferchance gegen Rennec. Und es ist natürlich ein super Training noch dazu, also insofern schon mal gar nicht so übel. Wirklich nicht. So, und ich denke, Moment, stopp. Als allererstes krallt er sich mal kurz noch eine Silberlanze, würde ich sagen, oder? Jo, genau, das reicht nämlich gegen den hier ganz gut aus. Das machen wir mal kurz. Hat sich sogar durchgecrittet. Ja, ich habe die Animationen ausgeschaltet und ganz im Ernst, ich glaube, für das Kapitel lassen wir es auch mal ausgeschaltet, oder? Ich glaube, es macht alles etwas angenehmer, denn das sind so viele Truppen. Man hat ja schon das letzte Mal gemerkt, wie unglaublich sich das Ganze dann summiert. Ich glaube, das ist so etwas angenehmer. So, als nächstes Purgativ von hier aus, damit der Erika-Support steht. So, und Myr lasse ich so stehen, denn die hat eh einen Drachenstein. Und das bedeutet natürlich, trotz Effektivschaden ist das halt nichts im Vergleich zu dem, was wir vorher kassieren mussten. Das war ja richtig krass, weil sie halt auch noch unverwandelt war. Natürlich, so hat sie ja plus 15 Def sowieso. Da können auch zwei Schützen draufhauen und es passiert nichts im Großen und Ganzen. Von daher, super Sache. Hier können wir uns natürlich auch noch mit Phantomen ein wenig helfen. Auch das ist möglich. Leider habe ich keinen Truhenschlüssel dabei, oder? Ich weiß nicht, ob ich mir einen schnappen kann von irgendwoher. Ich müsste mir, wenn dann, etwas rübertauschen. Ist ein bisschen schwierig, oder? Hier habe ich ja den Support schon aufgebaut. Ich muss also nicht unbedingt sie hier stehen lassen. Ich benutze mal ein Heilmittel, wenn ich schon dabei bin. 4 Punkte. Nichts Außergewöhnliches. So, naja, das, die Sache ist im Vorrat. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Truhenschlüssel habe, aber falls ja, dann könnte ich hier nämlich noch die Truhen aufsperren. Und wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, das wäre eigentlich gar nicht mal so übel, genau das zu tun. Quasi. Wie auch immer, als allererstes kommt mal eine Beschwörung hier raus. Ein Phantom, das beschäftigt den schon mal. Das ist natürlich die Frage, ob irgendwer da drüben noch nachgespawnt ist. Auch das ist noch unklar. Aber an und für sich, so ein Tausch ist ja einfach zu organisieren, beziehungsweise aus dem Vorrat sich was krallen. Und tatsächlich, einen Truhenschlüssel zumindest habe ich noch. Dementsprechend kralle ich mir den natürlich. Und da drüben kann ich auch mich erstmal in Sicherheit wiegen, ohne Probleme. Schütz mal Cyrene, weil er kann sowieso keine Crits abbekommen. Aber ich weiß nicht, normal wird eh das Phantom immer angegriffen, aber man weiß es nicht. Könnte auch mal anders laufen. So, und hier natürlich Nidhogg. Oh, sehr schön. Ein Crit. Innes in derselben Lage wie eh und je. Der Gegner ist wieder dran. Ja, natürlich. Jetzt krallen sie sich die hier. Aber wir haben eine Ausweichquote. Das ist absolut phänomenal. So, natürlich. Hier wird das Phantom angegriffen. Glücklicherweise ausgewichen einmal. Sehr schön. Zumindest ein bisschen Damage ist reingekommen. Ah ja, und da kommen natürlich immer mehr und mehr. Und wir müssen schauen, dass wir auch hier ein bisschen die Gegner stoppen. Ja, und nach wie vor kommt man hier natürlich super voran. Das ist kein Problem. Na, wer sagt's denn? Hier machen natürlich viel Schaden die Berserker. Das ist klar, aber ansonsten hält sich das eigentlich so ziemlich in Grenzen. Sehr schön. Auch wieder weggecrittert. Und natürlich, die Geschwister sind hier richtig fleißig am Aufleveln nochmal. Es lohnt sich halt auch, hier entsprechend mit dieser Strategie weiterzumachen. Jawohl, schaut euch das an. Die arbeiten sich hier durch, machen alle Gegner zu Kleinholz. So lob ich mir das. Ah? Ja, bei Ephraim wird es langsam etwas viel. Aber wir haben ja genug hier als Backup mit dabei. Das ist kein Problem. Wie einfach die ganzen Schwertmeister schon gedoppelt werden, ist schon echt lustig. Was sich da teilweise alles versteckt, ist schon unglaublich. Also jetzt wird es auch ein bisschen viel mal wieder. Oh Gott.
Ey, das ist auch unglaublich. Es ist halt wirklich, jedes einzelne Feld ist voll. Da ist halt wirklich kein Platz mehr. Ne? Es ist halt wirklich komplett besetzt. Ich meine, das ist schon unfassbar. Was zur Hölle, ey. Schaut euch das an. Glücklicherweise jetzt ausgewichen. Und die hier machen nicht besonders viel Schaden an und für sich auch. Mein Gott, ey. Was ist denn das nur? Schaut euch das mal an. WTF. Wir haben alle Waffendreiecks. Nachteil, das ist das Gute daran. Und der Support wirkt natürlich jetzt auch auf zwei Ebenen. Wir haben höheres Ausweichen. Deswegen schätze ich mal, die meisten haben nicht mal 30% Trefferchance, aber trotzdem. Würde da ein bisschen mehr durchkommen, wäre es das schon wieder. Unglaublich. Echt heftig, Leute. Echt heftig. Der rennt jetzt wahrscheinlich in sein Verderben. Jo, habe ich schon irgendwie gedacht. RIP. Oh Gott, jetzt kommen da drüben Berserker. Okay, das kann ich nicht stemmen mit ihm allein. Das ist leider dann doch zu viel. Oh Mist. Warte, ihr habt eine Bewegung von 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Truhen geben kein Ausweichen. Das kann übel werden. Ich meine, die treffen mich wahrscheinlich gar nicht erst, aber so hoch ist meine Treffer, meine Ausweichchance dann doch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist aber nur die Bewegung. Das heißt, ich muss mich auf die Kiste stellen. Dann geht's wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5. Ja doch, der kann mich noch angreifen. Das ist gut. Das will ich nämlich auch. Soll er ruhig machen, aber man sieht schon, es ist halt echt heikel, ne? Das ist halt unfassbar teilweise, was man hier so stemmen muss. Aber eigentlich, jetzt kann hier halt echt nicht mehr viel rumlungern. Wenn ich mir das so ansehe, ich meine, was soll hier denn noch bitteschön sein? Das ist echt eine verdammt gute Frage, Leute. Ich meine, so allmählich kann hier halt auch, ich meine, wie viele sind denn nachgerückt? Das ist halt echt utopisch mittlerweile. Ich weiß ja nicht, von was man hier redet, aber ich denke, wir können locker nochmal nach vorne stürmen. Ich sehe da eigentlich nicht das große Problem. Dann soll sich jetzt erstmal Mür um den hier kümmern. Ja, das geht da mit einem Schlag. Nach oben ein bisschen decken. Wir haben auch nur noch 16 Anwendungen für Mür. Danach war es das. So, oben kann ich damit weitermachen. Ich könnte aber auch mal den Kriegerbogen benutzen. Vielleicht auch nicht schlecht, den mal anzuschneiden. Ja, machen wir das mal. Ja, natürlich, der letzte war ein Crit, weißt du? Es ist wieder so typisch. Einer hätte gereicht, ein Crit. Der letzte Treffer ist einer, weißt du? Damit er drei Anwendungen hat und nicht nur eine. Es ist wieder so typisch, es ist unfassbar. So, hier haben wir jedenfalls jetzt erstmal Ruhe, das ist ganz gut. Und ich glaube, das hier hilft uns auch. Ich glaube aber, habe ich noch was Besseres? Ach so, ja, er kann nur Pflege benutzen. Nee, es passt aber so oder so, denke ich, ganz gut. Mit der massiven Magie sollte das eigentlich gut möglich sein, ne? Ja, 46 ist gut. Kein Problem. Okay, dann würde ich jetzt fast sogar mit Sali auch wieder nach vorne stürmen sogar. Oh, du kannst gar nicht doppeln, interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nicht möglich ist. Wow, die Silberlanze ist auch schon wieder aufgebraucht. Unglaublich. Einfach nur unglaublich, Leute. Ja gut, es wird wohl das Beste sein. Ich kümmere mich mal um den hier. Sehr schön, ein Level. Das kriegen wir. Wieder feine Sachen. Natürlich, da versteckt sich schon wieder jemand, ey. Das ist doch unfassbar. Einfach nur unfassbar, Leute. Habe ich noch was Besseres? Okay, ich könnte mir noch Outhul mal krallen. Das wäre natürlich resistenztechnisch auch ziemlich mächtig. Die kann natürlich nicht doppeln, weißt du. Mann, du bist eine Pegasus-Einheit. Sei schneller. Unfassbar. Und hier teilweise. Ist durchaus möglich. Bringt uns leider trotzdem nicht so viel wie gewünscht. Aber das hier wäre ziemlich sick. Aber es ist halt die Frage, was hier noch so alles rumlungert. Eigentlich kann man es nicht wirklich wagen. Man sollte die Finger davon lassen. Und sich erstmal auch hier hinstellen. Ich glaube, ich nehme mir sogar ein Weihwasser in dem Fall. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Und ansonsten bleiben wir beim Rest. Ich glaube, ich krall mir mal noch das Zambato als Erstwahl. Moment. Also, das Zambato wird ausgerüstet. In den Vorrat gebe ich nochmal zurück einen Lanzenmeister. Krall mir ein Weihwasser. Einfach nur, dass wir vor den magischen Angriffen ein bisschen besser geschützt sind. Und das Zambato sorgt dafür, dass bevorzugt Ephraim angegriffen wird. Okay. Sali kann ich dahinter stellen.
Das reicht nämlich nicht zum Doppeln aus. Deswegen wird er nur einen Angriff abbekommen. Maximal so. Dann sollte ich Irika an der Stelle heilen. Ja, ist jetzt egal, benutzen wir ein Purgativ. Bringt mehr Waffenerfahrung. Vielleicht kriegen wir noch ein besseres Stablevel, wer weiß. Steht alles noch so ein bisschen offen. So, hier drüben kann ich eh nicht viel machen. Das ist eh lächerlich. Tja, dann stellen wir uns damit dazu. Ja, jetzt kommen natürlich die Generäle. Das ist das größte Problem. Gut, nach dem nächsten Schlägen ist zumindest der hier platt. Mittlerweile kann er jetzt sogar S-Waffen nehmen endlich. Sehr gut, das war klar, dass der nicht durchkommt zumindest. Und ich bin ganz froh, dass jetzt hier der Platz schon mal versperrt ist. Mit Weihwasser dürfte Irika eh nicht viel abbekommen können überhaupt. Okay. Also von den ganzen magischen Einheiten, die jetzt hier noch rumlungern natürlich. Oh, Spitze, wow. Beeindruckend, sehr beeindruckend. Wow, der hat natürlich wahrscheinlich den 50-50 gewonnen, schätze ich mal. Das Zambato zerbrach, aber keiner kommt mehr an Irika direkt ran. Das ist sehr gut. Oh mein Gott. Wo kommt der denn her? Verdammter Kriegsnebel. Das war gerade echt glücklich. Ja, das ist so eine Mission, die ist ohne Training wirklich die Hölle. Ich kann mir schon vorstellen, wie viel smoother das alles abläuft, wenn du so ein paar trainierte Einheiten zusätzlich hast, ja? Und ich meine, ich kann auch mehr als doppelt so viele ja mitnehmen. Das kommt ja doch dazu in der Mission. Das darf man ja auch nicht vergessen. Tja, jetzt habe ich hier ein Problem, wie man sehen kann. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, bis dahin kann er angreifen. Tatsächlich habe ich noch ein Feld, wo ich erstmal meine Ruhe habe. Ich meine, Rennek hat eine gute Ausweichquote. Das ist kein Problem diesbezüglich. Könnte ich noch rüberrennen? Naja, es würde mir nicht viel bringen. Oh Mann, ey, das wird noch lustig, ich sehe schon. Ja, ich sollte mit dem Kriegerbogen auch hier weitermachen. Oh, er hat eh nur normal zwei erst gehabt, okay. Gut, das da unten ist eigentlich relativ unkritisch im Großen und Ganzen. Das ist tatsächlich ganz angenehm, weil jetzt haben wir hier so viele magische Einheiten, die eh nicht viel reisen können. Das ist sehr, sehr schön für uns. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Nur müssen wir aufpassen, weil von unserer Defensivposition hier wird das doch nochmal ziemlich problematisch. So, die Silberlanze hier brauche ich nicht mehr, aber wir könnten mal ganz kurz noch den Speer organisieren. Von hier aus kann ich nämlich mit dem Speer auch noch ein paar Leute erledigen. Ihn hier zum Beispiel kann ich ausschalten. Ich glaube, das lohnt sich auch. Mach ich mal. Okay, sehr gut. Und Irika kümmert sich dann um den hier. Ich muss mal kurz gucken, was haben wir da noch so alles. Nur der Rest ist relativ unspektakulär. Ich krall mir mal noch ein Kriegerschwert. Soll sie doch noch bevorzugt dann darauf später wechseln. Wie schwer ist das? Oh, Gewicht 12. Kein Wunder, dass es sich so runterzieht. Egal. Jetzt erstmal hier mit dem Silberschwert. Gut, um den Schützen hier kann ich mich kümmern. Das sollte kein Problem sein. Ich kann es auch erstmal... Oh ja, das ist gar nicht so schlecht. Das könnte tatsächlich ganz gut funktionieren. Und sie hat ja eh nicht mehr viele Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Okay, von mir aus. Jawohl. Sehr gut. Das war ein schöner Treffer. So, hier haben wir natürlich einen Waldläufer. Er kann Noll nicht critten. Und Noll würde danach eh nur noch magisch jetzt abbekommen. Zudem hat Noll ja sowieso Nosferatu dabei. Also ist das eh recht unproblematisch. Sollte man mal ausnutzen. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal so. Okay. So, du bleibst neben Irika stehen. Das ist nämlich auch wichtig. Du hast ja selbst noch nichts abbekommen, nö. Ist also auch in Ordnung. Und du doppelst nicht. Das heißt, wenn sich jetzt ein Schütze hinstellt, wird er nicht sterben und wir können nochmal ein bisschen weiter. So, hier vielleicht den Support noch ausbauen. Auf der anderen Seite, ich weiß jetzt nicht, was hier noch so rumlungert. Vielleicht ist es doch mal ganz sinnvoll, sich da noch reinzustellen. Schwierig. Ich glaube nicht, dass noch ein Schütze da drin ist, weil eigentlich sollten alle Schützen ja Innes angreifen. Irgendwie ist da ein Schütze anscheinend vorbeigekommen, ohne Innes anzugreifen. Das ist ein bisschen schockierend. Ein bisschen sehr schockierend, wie ich finde. So, sonst können wir nicht mehr viel machen. Es ist eigentlich nur noch Mürbe bewegen. Wobei, wenn ich die jetzt runter befördere, es kann durchaus sein, dass wir jetzt hier mal durchkommen. Ich benutze mal noch ein Weihwasser zur Sicherheit. Ich glaube, mit ihr nochmal nach unten zu marschieren könnte durchaus eine ganz gute Idee sein. Aber jetzt wird es hier halt problematisch, wie man sehen kann. Ich meine, die Typen sind nicht das Problem, die Generäle. Absolut nicht. Ja, da ist tatsächlich noch einer durchgekommen. Wow, nicht schlecht, ey. Ist glücklicherweise nur ein Held, das ist in Ordnung. Kein weiterer Schütze. Hat sie auch nicht gedoppelt, das heißt,
wäre so oder so auch gar nicht möglich gewesen, dass... Oh. Ach ja, da kommen noch mehr von den Kriegern. Oh Gott. Ja, wir sollten schauen, dass wir irgendwie durchbrechen können, Leute. Ich habe halt keine Ahnung, wo sich der Boss genau befindet. Er könnte sich jetzt links oder rechts befinden. Das ist halt die Frage. Wo genau ist er? Oh, sieh mal einer an. Tatsache, auf Sali geht er los. Ich meine, wenn wir den Boss beseitigen, dann müsste das Kapitel, glaube ich, erledigt sein. Aber es ist eh nur noch eine Runde. Oh Mann, ey. Ihr habt jetzt nicht die beste Chance. Und der wird mich wahrscheinlich recht sicher angreifen. Den haue ich noch nicht um. Das ist das Gute daran, nämlich. Das heißt, ich sollte bevorzugt erstmal auf den hier gehen, oder? Den haue ich dann mit zwei Hits um. Nee, ich glaube, das Beste ist tatsächlich, wenn ich mit Rennek einfach stehen bleibe an der Stelle. Das hier reicht leider nicht aus, aber die Meisterlanze auch nicht. Ja. Außer es wäre jetzt nochmal ein Crit, aber es war schon relativ glücklich, dass ich überhaupt einen Crit hatte. Wir können hier natürlich noch draufhauen. Es ist halt wirklich die Frage, ist der Boss hier oder ist er hier? Solange man das nicht weiß, ich meine, es sind jetzt anscheinend nur noch magische Einheiten. Das heißt, es ist an sich unproblematisch. Aber ich glaube, das Beste wird wirklich sein, ich schau mal mit einer Fackel nach. Und ich hoffe mal, er ist da drüben. Das sehen wir jetzt gleich. Ja, da ist er, Leute, da ist er. Mit seiner Aura. Ach, stimmt ja, man kriegt ja noch Aura, wenn man ihn killt. Oh, stimmt ja, das ist eigentlich sogar das Beste, was man bekommen kann. Nein, oh Gott, es kommt keiner durch, ernsthaft? Aber anscheinend ist hier auch sonst niemand mehr. Da kommt jetzt alles auf eine Runde an, hm? Na gut, von mir aus. Habe ich kein Problem damit. Tatsache, ich komme nicht direkt durch, wow. Okay, ich glaube, er hat mich schon angegriffen, oder? Weiß ich nicht. Egal, wir können erst den mit dem Silberschwert clearen eventuell. Wir haben eigentlich relativ viele gute Optionen, zudem hier nur magische Einheiten sind, was bedeutet, ich könnte sogar mit ihr rüberfliegen. Ich weiß jetzt nicht, der Unterschied zwischen Langspeer und Meisterlanze, plus 4. Reichen plus 4 aus oder nicht? Um 1 reicht es natürlich nicht, wenn ich das mache. Ja, ne, das ist natürlich mal wieder typisch. Boah, ich weiß nicht, ich glaube, wir können ihn dann doch noch erledigen, oder sogar? So wie das aussieht. Ja, ich mache jetzt hier erstmal die hier noch ein bisschen platt und dann passt die Sache eigentlich auch. Dann ist das hier eigentlich ganz gut geregelt, glaube ich zumindest. Warte, Kriegerschwert ist glaube ich besser, ich will jetzt nichts kassieren, wobei... Okay, es ist ein Schadenspunkt. Ich glaube, so schlimm ist es dann doch noch nicht. Sehr schön. Na, dann erledigen wir den hier auch mal. Wurde auch Zeit. Und dann ist es hier glaube ich besser, ich schicke mal kurz ihn hier hoch. Soll der das mit seinem Nosferatu halt machen? Ist einfach die bessere Wahl. Und jetzt die Frage, was ist mit dir? Ich meine, schlecht sieht's nicht aus, aber wir sollten es mal noch ruhen lassen, glaube ich. Deswegen stelle ich jetzt mal hier so zu. Oh, und dann müssen wir halt mal sehen, was passieren wird. Jetzt ist hier mehr oder weniger alles offen, was? Anscheinend, ja. Aber von ihm sollte eigentlich nicht mehr viel passieren können. Es sind jetzt halt nur... Naja, Krieger müssen ihn auch zwei treffen. Das ist es halt. Ich meine, seine AW da oben ist halt absolut krass mit dem Lanzenmeister gegen Generäle. Wow, einen Fähigkeitspunkt, das ist ein bisschen sehr schade. Da habe ich mir dann doch etwas mehr erhofft. Dann sehen wir doch mal. Die rücken jetzt den noch auf die Pelle. Au, es hat mich echt einer getroffen. Aua. Ach, kommt, wirklich. Ja, es hat ihm gerade noch so gefehlt. Danke dafür. Ich meine, hier läuft ja alles. Ist ja kein Problem. Mensch, das gibt's doch nicht. Ja, ja, natürlich, renn da dagegen. Hätte ich drüben doch noch ein bisschen Hilfe gebraucht. Ach, Mensch, das gibt's doch nicht. Wie ärgerlich. Ich wollte eigentlich nicht, dass... Ach Mann, das gibt's doch nicht. Ich raste aus. Mit so einem blöden Wurfball hat er ihn umgehauen, weißt du? Trefferchance, miserabel. Ach komm. Das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Das Problem ist, er bräuchte halt echt Unterstützung da drüben. Mit 8 Einheiten bist du halt echt aufgeschmissen im Kapitel, das ist unglaublich. Wenn es wenigstens 8 richtig starke Einheiten wären, aber das kann man nun auch nicht unbedingt sagen. Das sind 3 wirklich starke Einheiten, das sind die hier. Die haben ja auch den Großteil erledigt, wie man deutlich sehen kann. So, hier kann ich natürlich ihn einfach umhauen, oder? Selbst wenn er mich crittet, ist es egal. Ja, ne? Siegmund-Regel zum Beispiel. 2 Hits, fertig. Könnte man durchaus in Erwägung ziehen. Ach Mann, weißt du, eigentlich hängt es jetzt nur noch davon ab. Toll. Da ist man echt nochmal überlegen, ob man nicht doch nochmal neu startet oder nicht. Ich weiß nicht. Gut, Rennek hatte noch nicht das Outool mal immerhin. Sein Equipment, er hatte Gewitter dabei. Das wäre auch noch ein nützlicher Spell fürs nächste Kapitel. Ich glaube, damit kann man auch ein bisschen abkürzen. Ach, wisst ihr was, Leute? Egal, ich spiele es nochmal offscreen nach. Ist ja kein Problem. Wir können es ja trotzdem abschließen jetzt. Aber dann schaue ich, dass Rennek nochmal durchkommt, weil das ist mir jetzt echt ein bisschen... Ne, der überlebt. Das kann so nicht angehen. Unfassbar. Das ist alles Quatsch. Aber ich kann mal das hier noch probieren, wenn wir schon dabei sind. Eigentlich spielt es ja eh keine Rolle, weil egal, was ich jetzt für ein Level abbekomme, ich spiele es ja eh nochmal neu. Okay. Hätte schon gedacht, jetzt kommt so das richtig krasse Level ab nochmal, einfach um ultimativ zu trollen. Wie auch immer, wir hauen den um, das sieht man glaube ich auch nicht oft. Ach verdammt, ich hätte vielleicht die Kampfanimation noch einschalten sollen. Hier ein heiliger Stein verbleibt. Sobald er zerstört ist, wird die Welt vor Dunkelheit verzerrt werden. Was wirst du tun? Wirst du dich vor Furcht in die Schatten kauern? Ja, natürlich, weißt du. Rums, fertig. Nein, es ist so lange her. Ich ließ mich treiben. Ich sollte besser aufhören und mich für den Moment zurückziehen. Folg mir, komm in den Düsterwald. Der Dämonenkönig wartet voller Freude auf dich. Okay. Ach man, das mit Rennek ärgert mich jetzt so sehr, weißt du. Das lief jetzt eigentlich so perfekt dafür, dass wir halt 8 Einheiten haben ohne Training. Das war halt echt gut. Und ich musste im Prinzip, es war trotzdem das Beste, mit dem Lanzenmeister hochzurennen, weil ansonsten hatten die Waffendreiecksvorteil und so habe ich den halt ultimativ umgekrempelt. Und es war auch das Beste, keinen gleich umzuhauen, weil so, ja, musste der andere zum Wurfball wechseln und hatte eine niedrigere Trefferquote. Aber man hätte vielleicht doch das Elixier benutzen sollen, auch wenn es nur 6 Lebenspunkte waren. Weiß nicht, ob die in dem Fall ausschlaggebend waren, aber es könnte durchaus der Fall sein, dass das gerade so an der Grenze war. Hätte man vielleicht doch noch machen sollen. Naja, gut, wie auch immer. Mache ich nochmal offscreen nach. Kein Problem. So, das wäre erledigt. Ephraim, ich bin so froh, dass du deinen Kampfgeist wiedergefunden hast. Ah, Tana, du bist es, der ich das zu verdanken habe. Das war nicht der Rede wert. Solange du wieder dein altes Selbst gefunden hast, soll mir das Dank genug sein. Jawohl, immerhin, Leute. Positive Dinge geschehen. Ich halte ihn hier in meiner Hand, der Stein von Rausten. Sein glorreicher Schein passt zu meinem Taint, findet ihr nicht auch? Das ist der letzte verbleibende heilige Stein. In der Tat, und der Zeitpunkt, den Dämonenkönig zu besiegen, rückt immer näher. Wir sollten nun gehen. Wir müssen handeln, bevor diese Kreaturen sich noch weiter ausbreiten. Ja, wir sollten uns beeilen. Das Gift verbreitet sich, es wird sogar noch stärker. Wohin? In den Düsterwald, wo der Dämonenkönig einst fiel. Lorachel, musst du denn so bald wieder abreisen? Du bist eben erst zurückgekehrt und schon musst du wieder gehen? Onkel, das Böse zu bezwingen ist der höchste Ruf, dem ich folgen kann. Natürlich, meine Liebe, es ist eine göttliche Berufung, aber... Ihr müsst euch nicht sorgen, Onkel, immerhin bin ich nicht auf mich allein gestellt, ich habe meine Freunde. Ich verstehe. Du wurdest wahrlich gesegnet, Lorachel, gesegnet mit vielen guten Freunden. Das bin ich in der Tat, Onkel. Und im Gegenzug sind auch Sie mit mir gesegnet. Leb wohl, Onkel, ich werde zurückkommen. Sobald das Böse vertrieben wurde, werden wir alle sicher und wohlbehalten zurückkehren. Wartet, nicht so schnell. Ich habe auch etwas für Prinz Ephraim. Für mich? So ist es, Prinz. Ich möchte, dass auch ihr dieses Geschenk annehmt. Aber das ist... Oh, sind das nicht die heiligen Zwillinge von Rausten? Das ist richtig, liebe Nichte. Das sind die Waffen von Sankt Latona, dem heiligsten Vater von Rausten. Hier haben wir den glorreichen Ivaldi und seinen Zwilling, den göttlichen Stab von Latona. Auch bin ich gerne bereit, eure Streitkraft zu unterstützen, um sie zu bewaffnen und nicht hungern zu lassen. Denn es gilt noch viel zu tun, bevor ihr die Saalen verlasst. Ivaldi erhalten. Ein ziemlich cooles Buch, aber leider nicht das beste Lichtbuch. Tatsächlich. Latona. Heiliger Zwillingsstab, der antike Stab von Latona. Sehr schön, ne? Und nochmal richtig viel Gold.
Das sind also die heiligsten Reliquien des gesegneten Latona. Ist das denn erlaubt? Ich kenne das Gesetz, Larachel. Die Reliquien dürfen den Tempel niemals verlassen, mit Ausnahme der selten stattfindenden Aufstiegszeremonie. Aber ich glaube, wenn die Welt der Rettung bedarf, können wir durchaus eine Ausnahme machen. Das ist mein Onkel. Natürlich werdet ihr sie zurückbringen, sobald ihr eure Aufgabe erfüllt habt. Prinz Ephraim, ich möchte, dass ihr darauf einen Eid leistet. Natürlich. Der Düsterwald ist nunmehr das Zuhause von nichts anderem als Dämonengezücht. Ich hörte bereits, dass niemand, der seine Grenzen überschreitet, jemals wieder rauskommt. Wir sollten unsere Vorräte in der Stadt auffüllen, bevor wir abreißen. Ja, ich denke, das Auffüllen unserer Vorräte ist in unser aller Interesse. Ich hatte vor, dafür zu sorgen, dass wir alle wohlbehalten zurückkehren. Außer Rennek, Kappa. Wie auch immer. So, okay, da wären wir nun also. Seht euch das an, Leute. Es werden Abkürzungen geschaffen überall. So viel erscheint neu. Und das ist der Düsterwald. Richtig viele Monster einfach mal überall. So wird das mit dem Einkaufen fast ein bisschen schwierig. Ich sehe schon. Aber wie auch immer. Oh, wo mir gerade kommt, haben wir nicht sogar... Ich glaube, wir haben einen Geheimladen verpasst. Egal. Es wäre nie die Zeit gewesen, in dem Kapitel mit 8 Einheiten einen Geheimladen zu besuchen. Völlig utopisch. Aber hier ist der schwarze Tempel. Man kann sich schon vorstellen, das letzte Ziel. Ah ja, hier gibt es noch Arsenal und Laden, ja. Was ich vorhin meinte, Aura ist tatsächlich besser als Ivaldi, das Spell. Hier. Das sind zwar 5 weniger und man kriegt durch den Abwehrbonus, aber es ist so, dass heilige Waffen einen festgelegten Multiplikator mal 2 gegen Monster haben und der überschreibt auch Effektivschaden, was bedeutet, dass Aura dreifachen Schaden gegen Monster macht und Ivaldi nur zweifachen. Sprich, Ivaldi macht 34 Schaden. Und das hier macht 36 Schaden gegen Monster. Und hat eine höhere Crit-Rate. Dafür ist natürlich Ivaldi auch etwas leichter. Man kann es so oder so sehen, aber meiner Meinung nach ist Aura in der Regel etwas besser. Einfach wegen dem Multiplikator. Aber gut, wie auch immer. Wenn man jetzt 2 Leute mit Lichtmagie hat, hat man halt beides am besten. Ist bei uns ja nicht gegeben. Ja, am bestenfalls einen. Und der kann aktuell sowieso, glaube ich, nur Aura benutzen. Also von daher... Passt das schon? Ja, wie auch immer, ich muss das Kapitel sowieso nochmal neu spielen. Wegen dem guten Rennek. Ein Fail zum Schluss, Mensch. Ausgerechnet im letzten Zug, weißt du? Erwischt sie noch oder lassen wir es doch gut sein? So als letztes Opfer oder so? Was bedeuten würde, dass Titus aufrücken würde? Das wäre dann unsere 8. Einheit. Glaube ich, oder? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube schon, ja. Müsste irgendwie so sein. Oder Garrick. Das wäre dann Entscheidungssache. Ne? Wie auch immer. Dafür ist der Rest sehr, sehr gut trainiert worden. Wir müssen noch ein bisschen was reparieren danach. Per Schmiede. Muss endlich mal zum Einsatz kommen. Mal sehen. Ich bin mir noch unsicher, wie wir jetzt vorgehen. Aber an sich lief das Kapitel schon ganz gut. Bis auf das, ja, zum Schluss. Ja, der Rennek eben. Wie auch immer. Wir haben es geschafft und gut ist. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Sacred Stones.